Migrationshaus Norden hat ganz viele Angebote für junge Menschen, für Erwachsene, für Senioren, auch für Kinder, wie zum Beispiel Vorlese- und Erzählcafé, Gedächtnistraining. Und ganz besonders stolz sind wir auf das generationsübergreifende Angebot, das wir in Kooperation mit der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft ins Leben gerufen haben. Wir haben einen Kindergarten und ein Seniorenheim zusammengebracht. Gestern haben wir uns dann mit den Kindern vom Kindergarten Nazareth in Norddeich am Strand getroffen. Dort haben die Kinder Muscheln gesucht, haben Strandgut gesucht, haben es den älteren Bewohnern überreicht. Und die Kinder haben ihre Scheu dadurch wieder mal abgelegt. Hallo, hallo. 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 Wer bist du denn? Danke dir, dein Selbst. Noch mehr Muscheln. Also das Projekt bietet eigentlich den Kindern besonders, dass sie ihr Handeln einmal in einen anderen Mittelpunkt stellen, zum Beispiel auch erleben, wie ältere Leute schon auch andere Erfahrungen haben, die sie mit einbringen können, sodass die Kinder auch was daraus lernen. Und durch diese Begegnungen und was uns dadurch auch ganz wichtig ist, haben wir gesehen, wie die Senioren einfach locker werden, ihre Schmerzen vergessen, ihre Einsamkeit, teilweise ihre Isolation vergessen und dadurch aufleben, locker werden und sich freuen. Muscheln gesammelt im Becher und danach sind wir hingegangen und haben den alten Leuten das dann gegeben, ne? Ja. Wie alt bist du? Tante Wiedemann ist 93. So eine alte Tante bin ich schon. Ja, und dann heute Vormittag haben wir uns bei der KVHS getroffen auf dem Gelände und da haben sie dann diese Naturmaterialien auf Fotokarton geklebt, zusammen mit den Kindern, was wiederum ganz viel Spaß gemacht hat. Und so haben wir 2 Tage wunderbar verbracht mit Jung und Alt. Ja, wir kennen die schon lange. Wir waren schon ein paar Mal zu Besuch und die haben schon mal mit uns den Maibaum aufgestellt und gebastelt am nächsten Tag. Ja, und wir waren da auch schon mal öfter im Altersheim. Ja. Und wir haben da schon mal eine Aufführung gemacht. Es ist schön zu sehen, wie sich Senioren, unabhängig davon, ob sie an einer Demenz leiden oder nicht, und die Kinder über die Begegnung freuen. Ja, es war ein sehr, sehr lebendiger Austausch zwischen beiden Generationen. Leuchtende Augen sowohl bei Senioren als auch bei Kindern. Senioren wachen plötzlich auf, sind da und Kinder hatten unheimlich viel Spaß und Freude gehabt. Für die Zukunft wünschen wir uns natürlich, dass wir mehr an solchen Projekten auch starten können. Einiges wird ins Leben gerufen. Ab Herbst haben wir neue Projekte, auch die in diese Richtung laufen. Es war sehr toll und wir hatten richtig doll Spaß. Es war wahnsinnig großartig.